Haben wir gerade aufgedeckt, dass Mutter Teresa die Mutter von Kimi Räikkönen ist? Nein. Christenberg ist ja am 15. Oktober 1948 geboren worden. Richtig geile Musik, der richtig, Chris. Jawohl. Kannst du komplett in die Tonne kloppen, wenn du so ein bisschen was von Heavy Metal verstehst. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist sie, finde ich, sehr überproportioniert. Schisse? Viel. Da hast du aber ein schlechtes Bild rausgegeben. Ja, viel Arsch, viel Titte. Mhm. Ja. Und das ist alles ein bisschen viel. Aber ich finde es jetzt nicht so geil. Der Till steht drauf. Ja, Fakt des Tages. Fakt des Tages! Wie heißt die Hauptstadt von Australien? Canberra. Ha! Hab gedacht, ich könnte dich mal, aber... Am Arsch der Ella, nix da. Ja. Okay. Wie erkläre ich es dem Kinder? Ja. Genau. Der Till hat ja auch manchmal Hintergrundwissen, mit dem man was anfangen kann. Nicht manchmal. Immer, aber immer seltener. Snoop Dogg. Snoop Dogg, findest du gut, oder was? Finde ich gut, aber was ich noch viel besser finde, lese ich gerade hier, wie der mit richtigen Namen heißt. Wie heißt er denn? Calvin Cordoza Borades. Calvin Cordoza Borades? Ja. Ja. Wenn du gesagt hast, hier, ich bin Fan von Kevin, Calvin heißt er. Calvin. Calvin Cordoza Borades, hätte keiner gewusst, wer es ist. Aber auf gar keinen Fall. Snoop Dogg, aber weltbekannt. Und der hat heute Geburtstag. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ja. Aber Mutter Teresa war doch Nonne. Oder? Ja. Und da hat sie sich... Ein Wunder! Hat sie, genau. Unbefleckt im Empfängnis, was oder wir, was wir heute alles hier aufdecken. Mutter Teresa hat sich bürsten lassen, willst du jetzt erzählen? Nein! Also, unbefleckte Empfängnis, ein Wunder. Also, ja, schon wieder. Ja. Du bist so schlau manchmal. Manchmal, wenn es nicht um Filme geht. Ja, wenn es um Kinofilme geht, ist der Till hier Katastrophe. Nee, das war der Fakt des Tages. Nochmal? Fakt des Tages. Ja, egal. Morgen gibt es wieder ganz viel Angeberwissen. Schaltet morgen wieder rein und ich sag bis dahin Cheerio, Miss Sophie.